Mein Name ist Michael Marz. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, habe in Darmstadt Mathematik studiert und dann noch promoviert und arbeite seit 2001 bei der Devoteam GmbH. Und seit 4 Jahren bin ich für das Partnermanagement mit Red Hat zuständig. Welches Tier wäre ich? Ich habe die Frage meiner Familie gestellt. Und die hat keinen Widerspruch aufkommen lassen. Ich bin ein Bär. Ich bin groß, anscheinend süß, warm, kuschelig und manchmal auch ein bisschen brummig. Also Bär. Also einerseits bin ich ein Sonnenmensch und ich bin auch sehr froh, dass die Sonne jetzt rausgekommen ist, denn das lädt mich wirklich wieder auf. Und ansonsten ist mein großes Hobby, bei dem ich eben auch entspannen und aufladen kann, das Go-Spiel. Ein altes asiatisches Brettspiel, was mir einerseits an sich schon sehr gut gefällt, was aber auch andererseits dazu geführt hat, dass ich wirklich sehr viele nette Leute auf der ganzen Welt kennengelernt habe und dadurch auch schon in Ländern wie Japan und China war. Und letztlich habe ich über Go-Spiel auch meine Frau kennengelernt und habe aufgrund dessen jetzt auch eine Familie mit 3 Kindern, die auch alle Go spielen. Zu Open Source bin ich über die Zusammenarbeit mit Red Hat gekommen, weil Red Hat eben eine Open Source Firma ist, deren Produkte alle Open Source sind. Und dadurch, dass wir diese Partnerschaft mit Red Hat eingegangen sind, haben wir uns eben auch mit dieser Idee des Open Source mehr und mehr angefreundet, stärker als wir es vorher getan hatten. Und ich finde Open Source natürlich schon faszinierend, dadurch, dass der Code offen ist, dadurch, dass die ganze Community mitarbeiten kann, ist die Effizienz eben auch extrem hoch, die Qualität ist sehr hoch. Und wir versuchen natürlich unseren Kunden jetzt auch diesen Open-Source-Gedanken nahe zu bringen. Mit Red Hat verbinde ich als großes Projekt einfach die gesamte Zusammenarbeit, wo wir immer wieder neue Kampagnen machen, Blogs machen, gemeinsam auf Messen auftreten. Das finde ich unglaublich inspirierend. Das coolste Projekt, was wir vielleicht mit und für Red Hat gemacht haben, war ein Open Innovation Lab. Das war ein sehr intensives Zusammenarbeiten, bei dem eine Kollegin von uns das Red Hat Team unterstützt hat. Natürlich sind es vor allem die Menschen und die Zusammenarbeit. Und was an den Menschen und damit auch an der Zusammenarbeit von Red Hat wirklich besonders ist, dass wahrscheinlich aufgrund dieser offenen Kultur, die Red Hat an den Tag legt, eben auch die Leute extrem offen und kommunikativ sind und man kommt sehr schnell mit ihnen ins Gespräch über alles Mögliche. Es gibt keine politischen Geplänkel, man kann offen über alles reden und das macht das Arbeiten einfach sehr, sehr angenehm.